Hallo Retro-Freunde, in diesem Video geht es diesmal um eine weitere Toyline, die mich als Kind der 80er maßgeblich geprägt hat. Es geht um Star Wars. Ja Leute, ich bin schon seit längerer Zeit wieder im Star Wars Fieber, so ungefähr seit der ersten Staffel von The Mandalorian und ganz besonders halt nach dem Ende der zweiten Staffel von Mandalorian hat mich das Star Wars Fieber wieder gepackt. Ja, ich war bisher resistent dagegen, mir Figuren zu kaufen, mir neue Figuren zu kaufen. Ich habe hier und da schon mal Vintage-Figuren gekauft die letzten Wochen, zum Beispiel den B-Wing, da habe ich ja auch ein Video zu gemacht. Aber bisher war ich resistent und das war auch gut so, neue Figuren im Laden zu kaufen. Es gibt ja ganz viele Figuren-Serien. Ich habe mich jetzt erstmal ein bisschen schlau gemacht. Es gibt ja diese Vintage Collection, die halt angelehnt ist an die Original-Cardbacks der 80er oder Ende 70er und der 80er Jahre. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin nicht schwach geworden die ganze Zeit. Jetzt bin ich schwach geworden. Ich konnte es nicht ändern. Ich musste mir etwas neue Figuren von Star Wars kaufen. Ja, wie gesagt, ich hatte mir zuletzt ja den B-Wing, den Vintage B-Wing aus den 80ern geholt. Ich habe noch, Gott sei Dank, im Gegenzug zu den Masters of the Universe Figuren aus den 80ern, aus meiner Kindheit, die ich ja damals alle verkauft, verschenkt habe, was auch immer. Gott sei Dank habe ich noch meine ganzen Star Wars Vintage Figuren, also wirklich die Figuren, mit denen ich damals gespielt habe, die habe ich alle noch. Die habe ich alle in einer Kiste drin. Wenn ihr mein Roomtour-Video gesehen habt, ja, da hatte ich die Kiste schon mal kurz gezeigt. Seitdem habe ich die auch nicht mehr aufgepackt, ja. Und ich glaube, in dem Roomtour-Video habe ich mal kurz den Deckel, glaube ich, gehoben. Und seitdem hat die auch, oder davor war die dann auch jahrelang quasi verschlossen. Ja, wenn ihr Interesse daran habt, dann mache ich natürlich auch mal ein Video, wo ich diese Figuren das Licht der Welt erblicken lasse und mal zeige, was ich früher für Figuren gehabt habe. Ja, mache ich sehr gerne ein Video drüber, wenn ihr das sehen möchtet. Ja, eventuell, das ist vielleicht auch eine Idee, was haltet ihr denn von einem Livestream? Ja, wo ich einfach ein bisschen mit euch quatsche und die Kiste, eine Figur nach der anderen halt raushole, euch zeige, ja, vielleicht ein paar Anekdoten dazu verliere. Ihr könnt mir Fragen stellen, wir können ein bisschen quatschen. Ja, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare unten schreiben, ob das vielleicht eine Idee wäre, ob ihr Bock auf so einen Livestream halt habt, mit ein bisschen drumherum. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich habe jetzt Vintage-Figuren, beziehungsweise ich habe aus der Vintage-Collection, habe ich mir jetzt doch Figuren besorgt, ich habe jetzt doch Figuren gekauft. Ich werde da um Gottes Willen nicht alles kaufen von diesen neuen Figuren. Ja, aber ich werde mir da die Rosinen oder die Kirschen, nennen wir mal die Kirschen, rauspicken, ja, wo ich sage, die finde ich klasse, da kann ich mal den einen oder anderen in die Sammlung reinlassen, auch wenn ich halt hauptsächlich Vintage sammle, also wirklich alte Sachen sammle. Ja, und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was ich von den neuen Figuren mir jetzt besorgt habe, was jetzt in meine Sammlung wandert. Ja Leute, und anfangen möchte ich mit einer Figur, die ich auch in der Vintage-Ausführung habe, das weiß ich. Ja, und da ich nie eine Star Wars Figur verkauft habe, weiß ich auch definitiv, dass die noch in meiner Kiste drin ist und die werde ich dann auch demnächst mal auspacken, wie gesagt. Aber was ich mir jetzt nochmal neu geholt habe, da konnte ich nicht dran vorbeigehen, ist der Luke Skywalker im Stormtrooper Outfit. Ja, das war damals eine von diesen Last 17 Figuren, meine ich, also die letzten 17 Figuren, die von Kenner damals produziert wurden. Hat Hasbro jetzt wieder neu aufgelegt in der Vintage Collection oder 2020 steht es hier schon aufgelegt. Wie gesagt, ich bin mit den neuen Figuren noch nicht ganz so firm, wann welche rausgekommen sind etc. Aber ich finde es halt total cool. Hier ist dieses alte Cardback-Design, haben sie hier wunderschön gemacht. Sie haben hier den Kenner-Schriftzug von damals aufleben lassen. Also auf der Front sehe ich nichts, dass es Hasbro ist. Nur hinten steht halt Disney Hasbro drauf, ja. Vorne haben sie es so gelassen, wie es halt damals war. Dieses Cardback auch von Star Wars, das ist ja das Cardback von dem ersten Teil, von den ersten Figuren mit hier dem Luke und der Leia in der Pose. Ich finde das so klasse. Ich finde das einfach Wahnsinn. Als Bild Luke im Stormtrooper-Outfit aus Episode 4, Eine neue Hoffnung von 1977. Ja. Auf der Rückseite sind weitere Figuren, die in dieser Reihe wahrscheinlich erschienen sind oder in dieser Season, in dieser Wave. Ja, davon werde ich mir keinen holen, die interessieren mich nicht so. Ja, von der Figur her selbst muss ich sagen, ich finde sie okay, aber
Ich finde sie im Gegenzug zu den Vintage-Figuren, die ja wesentlich simpler gestaltet waren, ist sie schon sehr aufwendig gemacht, aber trotzdem springt bei mir der Funke nicht so über. Sie sieht mir ein bisschen zu neumodisch aus, auch wenn es ein Sturmtruppen-Outfit ist, was man eigentlich gar nicht neu oder alt machen kann. Sturmtruppe ist eine Sturmtruppe. Ja, der Kopf vom Luke gefällt mir gut, muss ich sagen. Also da ist einiges möglich heutzutage. Ich sage hier immer mit Gesichtern, Figuren mit menschlichen Gesichtern, da tun sich die Hersteller immer schwer. Hier muss ich sagen, ist es relativ gut gelöst. Das Gesicht gefällt mir relativ gut. Ja, und dieser Luke Skywalker auf dieser Vintage-basierten Karte wandert somit so in meine Sammlung. Ja, das nächste, was ich mir geholt habe, sind dreimal dieselbe Figur, dreimal die gleiche Figur. Jetzt denkt ihr, was hat denn der für einen Schuss? Ja, es gibt Figuren. Und dann gibt es ja das Neue, das ist wohl diese Retro-Collection. Da gibt es Figuren auch wieder auf altem Designkarte. Aber die haben dann so einen, zeige ich euch jetzt, so einen Retro-Collection-Aufkleber drauf. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja, aber die Figuren sind halt einfach im Design wirklich der alten 80er, 70er, 80er Jahre Figuren. Die haben keine Gelenke und nichts, sondern die sehen aus wie die alten Figuren. Und deswegen halt auch Retro-Collection. Und da hat ja Hasbro auch wieder Kenner drauf basieren, was ganz Tolles rausgebracht. Und zwar haben sie Sturmtruppen rausgebracht, ja, als sogenannte Prototype Edition. Ja, das Besondere ist halt hier, dass es insgesamt 6 verschiedene Figuren gibt, also 6-mal den Sturmtrupper, aber immer mit unterschiedlichen Farben. Ihr seht jetzt hier, wenn ihr die Farben vom Torso ist blau, das Bein ist rot, das andere ist orange, also der Arm ist gelb und der andere Arm ist grün und der Blaster ist lila, glaube ich. Ja, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farben. Ja, und somit gibt es 6 verschiedene Figuren, wo jedes Körperteil immer einmal in einer Farbe ist. Das heißt, es gibt 6 verschiedene Varianten dieser Figur, wo beim anderen ist das Bein halt blau, das andere ist grün etc. Ja, und hier habe ich mir 3 Stück besorgt. Ja, ich zeige es euch einfach mal. So, mal gucken, ob man das so hinkriegt. Ja, ich habe mir hier 3 Figuren besorgt, 3 unterschiedliche. Ja, ich habe gelernt, es gibt 6 Stück. Das habe ich gelernt durch diese Farben, hat mir jemand erklärt. Und deswegen brauche ich jetzt auch noch die anderen 3, so blöd, wie sich es anhört. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr genauso so ein Geek seid, ja, und diese Sachen halt so komplett sammeln möchtet. Die Karten finde ich total toll. Die sind stabiler. Die Karten hier, seht ihr auch diesen Schimmer, diesen Glitzer hier? Ja, die Cardbacks sind wesentlich stabiler wie die von dieser Vintage Collection. Das ist relativ dünn. Ja, und die Karten von dieser Retro Collection sind anscheinend relativ stabil. Ja, finde ich auch sehr schön. Ja, wenn dieser Aufkleber nicht wäre, ich weiß auch gar nicht, ob ich versuchen soll, den abzukriegen. Und hier hinten steht nochmal als Erklärung auf dem Cardback drauf. Ich lese mal das Deutsche vor. Diese Stormtrooper-Figur ist durch die farbenfrohen Prototypen inspiriert, sodass das Entwicklerteam die Dekoration außer Acht lassen und sich auf die Modellierung konzentrieren, die Sortierung der Spritzformen analysieren und die Qualität optimieren kann. Leute, das ist mal ein Satz. Ja, habt ihr alles verstanden? Wenn nicht, spult nochmal zurück und hört es euch nochmal an. Finde ich total toll. Ja, diese farbenfrohen Stormtrooper-Figuren finde ich total klasse. Die wandern so in meine Sammlung und ich weiß gar nicht, ob es die jetzt aktuell immer noch gibt. Ansonsten, wie gesagt, ich bin auf der Suche nach 3 weiteren, nach 3 Farbvarianten. Ja, wenn ihr die loswerden möchtet, zum Beispiel, wenn ihr Farbvariante habt, die ich nicht habe, zum Beispiel, habt ihr eine Sturmtruppe mit einem roten Torso, ja, die habe ich nicht, dann könnt ihr mich gerne anschreiben, wir werden uns dann mit Sicherheit einig. Ja, finde ich auf jeden Fall total toll und auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade schon erwähnt habe, auch hier das Kenner-Logo hier vorne drauf, also auch wieder wie die Luke Skywalker-Figur, kein Anzeichen von Hasbro auf der Front, auch wieder nur hier auf der Rückseite, Disney Hasbro auf der Rückseite. Finde ich total klasse, die Figuren, auch die wandern so in meine Star Wars-Sammlung. Ja Leute, und das andere, was ich mir geholt habe, ist keine Figur, eigentlich, ja, es ist eine Figur, aber es ist ein Playset. Ja, es ist ein Playset und da wollte ich eigentlich komplett von wegbleiben. Ich wollte mir eigentlich nur Figuren holen, aber ich habe das Ding zu einem richtig guten Kurs bekommen. Ich denke, es ist ein richtig guter Kurs. Ich habe 39,99 bezahlt für dieses Teil und
das ist angekommen und ich dachte, boah, ist das fett, boah, ist das groß, ja, finde ich total klasse. Und zwar habe ich hier den Emperor's Throne Room, also der Thronraum vom Imperator aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter, ja, als der Imperator ja, Luke Skywalker empfängt, als Darth Vader Luke Skywalker zu ihm bringt, wo sie halt vor dem großen Fenster ja, sind, wo sich das Ganze abspielt und im Hintergrund halt die Schlacht, die Weltraumschlacht um Endor verfolgen, finde ich total klasse, ja, finde ich total mega und dieses Ding ist so fett, ist so groß, ja, total stark. Ich blende euch natürlich Bilder ein. Ich packe das Ding jetzt noch nicht aus, weil ich halt einfach die Verpackung so geil finde, ja. Ich meine, man kann hier den Aufkleber abschneiden, aber trotzdem, ich lasse es erstmal zu. Ich werde es wahrscheinlich nicht displayen, also nicht irgendwo ausstellen. Von daher finde ich es, ich finde es einfach in diesem Karton allein so geil. Das ist so ein Retro-Flash für mich mit diesem Return of the Jedi im Logo, was halt auch auf den alten Cardbacks drauf war, etc. Ja. Ich finde es total klasse, das löst so viele nostalgische Gefühle für mich, bei mir aus, obwohl es dieses Teil damals logischerweise gar nicht gab. Ja? Aber auch hier wieder, ich habe hier Kenner draufstehen, das ist echt, von Hasbro macht er echt einen richtig guten Job. Ja, auf der Rückseite habe ich hier Star Wars, die Vintage Collection, hier habe ich halt draufstehen, da sieht man halt daran, dass es dieses TVC, nennt sich das abgekürzt, wenn ihr irgendwo nach den Figuren sucht, ja, wenn ihr TVC eingebt, dann findet ihr meistens The Vintage Collection, diese Figuren dazu. Ja, das Schöne ist, oder das Besondere ist halt, dass der Imperator mit dabei ist, ja, Darth Vader, Luke Skywalker sind nicht dabei, die gibt es also separat auf Karte wiederum zum Kaufen, wenn man die dabei haben möchte, wenn man damit halt ein, ja, ein Display hinstellen möchte, wenn man das Ding auspacken möchte und dann eine Filmszene nachspielen möchte, ja, oder fotografieren will, kann man die Figuren nachkaufen, ja, der Imperator, hier ist er nochmal hier abgebildet, ich finde das Teil so, so klasse. Ja, und ich habe im Internet ein bisschen gesucht. Ich hatte das ja schon hier und da mal gesehen, dachte aber nicht, dass das, dass der Karton so groß ist. Ja, und habe das immer so für 59, 69 Euro gesehen. Teilweise sogar noch teurer. Ja, mit Glück mal irgendwo für 49. Und jetzt habe ich es halt hier für 39,99 gefunden und dachte mir, bestellst es einfach mal. Ja, wenn es dir gar nicht gefällt, schick es halt wieder zurück. Aber wie das Ding hier ankam und ich habe das ausgepackt und das ist so groß und wie gesagt, vom Design her so toll gemacht, finde ich, dass das halt einfach in meine Sammlung reingehört. Ja, und jetzt habe ich schon das erste Playset von nicht Vintage, also nicht originalen Star Wars Figuren, sondern halt von einer neuen Reihe, neuen Serie auf alt gemacht. Ja, aber das macht mir gar nichts. Ich muss, das Einzige, was ich machen muss, ist, ich muss anbauen. Ich muss gucken, wo ich die Sachen unterbringe, wo ich sie hinstelle. Ja, eventuell werde ich ein bisschen aussortieren, werde nochmal ein bisschen Frühjahrsputz vielleicht machen. Ja, und vielleicht ein paar Sachen umräumen, umdekorieren, ausmisten, mal schauen. Auf jeden Fall, die Star Wars Sachen sind ein Teil von mir. Ja, Star Wars ist meine große Liebe neben Masters of the Universe, Star Wars Vintage. Ja, und von daher, da finde ich einen Platz. Ja, und ich finde es einfach total klasse. Ja, Leute, weitere Star Wars Videos werden auf diesem Kanal folgen. Natürlich auch wieder Masters of the Universe Videos, natürlich auch andere Sachen, Retro-Zaren aus der guten alten Zeit, 70er, 80er, eventuell auch bis in die 90er rein. Wenn ihr mein B-Wing Video noch nicht gesehen habt, ja, wo ich den Vintage B-Wing bekommen habe, das blende ich euch jetzt nochmal hier ein als Infokarte. Ja, klickt da mal drauf. Ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, würde ich sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle hier ganz schnell Schluss, damit ihr das Video in aller Ruhe anschauen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro-Rauner.